Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kolat. Ja, wir kommen von da oben irgendwo und sind jetzt hier auf dem Eisfeld. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich bin, wo ich hin muss. Und ist alles schon wieder so ein bisschen meh. Und das sieht nach dem Höhleneingang aus. Doch, das sieht nach dem Höhleneingang aus. Das heißt, irgendwo hinter mir muss jetzt noch was sein. Angeblich, laut Karte, keine Ahnung. Immer mal wieder auf den Kompass achten. Aber wir wissen ja, was passiert, wenn der ausschlägt. Aha. Nichts. Mist. Kompass ist ruhig. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier weiterlaufe? Müsste ich eigentlich da vorne wieder rauskommen, was ich nicht so gut finde. So. Und ich glaube, jetzt so langsam bin ich zu weit. Ja. So. Das heißt, mir latsche jetzt einfach mal wieder zurück in die Höhle. Was heißt zurück? Wir wohnen ja noch nicht da. Vor allem Höhlen. Hier so ganz einsam. Und dann kommt ihr mit Höhlen. Kann es sein, dass ich mich schon wieder verlaufen habe? Scheint so. Hä? Nee, hier habe ich mich doch durchgezwängt. Doch wieder hier lang. Nee, das ist doch eindeutig eine. Hä? Das ist doch doof. Und eindeutig viel zu warm. Da ist sie. Ja, komm, entspann dich mal. So, wir sind in einer Höhle und ich muss hier noch mal ganz kurz. Was wäre ich jetzt gerne in dieser Höhle? Da drin ist bestimmt arschkalt. Oh, guck. Was haben wir in der letzten Höhle gelernt? Wir sollten aufpassen mit dem Flashlight, ne? Weil wenn ich es anleuchte, habe ich ein Problem. So, das heißt, wir sind jetzt hier.
Gehe ich unten lang oder gehe ich oben lang? Ich gehe erstmal unten lang. Da sind wir wieder beim Thema Soundkulisse. Die baut schon wieder so eine drückende Spannung auf. During our hike, we asked if he had hunted the other night, but he said no. He told us a story about a ghost prowling through the forest in the form of a bright fog. Obviously, this did not make us feel better. We kept on going forward. Today, the hike was slow and difficult. The visibility is close to zero. The temperature dropped to minus 24 centigrade. Around 4 p.m. we had to start looking for a place to set up a camp. We found a good spot on the verge of the forest, covered from the wind. As exhausted as we were, we began setting it up. We were too tired to dig up a hole for the campfire. We ate dinner in our tents. We had no strength for any discussions or thoughts. At night, I clearly heard someone walking around the tent. I heard them whispering my name. I do not want to talk about it with the rest of the group. They'll think I'm going crazy. Würde ich aber auch. Sag ich doch, jetzt sind wir hier. Warte mal, 1483. Das heißt, kommen wir da oben auch lang? Rein theoretisch ja. Ich überlege aber gerade wieder zurückzugehen. Ich glaube, das wird sogar fast das Beste sein. Okay, wir gehen zurück. Okay, es hat sich erledigt. Oh nö. Gut, dass mir meine Taschenlampe gerade gar nichts bringt und ich gerade nicht mal mehr einen Plan habe, wo ich bin. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Hallo, Spiel? Hier komme ich nicht weiter, hier komme ich nicht weiter. Wieso komme ich hier nicht weiter? Ja, sehr toll. Bis jetzt war alles noch toll und jetzt stecken wir hier in der Sackgasse oder wie? Gut, alles klar, ich melde mich gleich wieder. So, ja. Einmal neu laden hat's gebracht. Von da kamen wir. Irgendwo hier wollen wir hin, ne?
Keine Ahnung, wo wir hin wollen, wo wir hin müssen. Hier geht's nicht weiter. Da unten ist der Punkt, wo man eben nicht mehr weiterkam. Ist das jetzt ein Dead End oder was? Das kann doch nicht angehen. Moment. Wetter. Ach, guck mal. Jetzt auf einmal kann ich übers Wasser latschen oder was? Oder Eis oder was auch immer das sein soll. Ist das nicht die Stelle, wo man... Gibt's doch gar nicht. Ich latsch wahrscheinlich gerade dreimal im Kreis. Sackgasse. Oh. Mann. Das ist die Stelle, wo wir eben noch feststeckten. Oh, warte mal. Wir wollen mich dringend eine Klimaanlage kaufen oder sowas. Wenn die nicht so teuer wären. Das hilft alles nix. Gut, wir müssten aber in die Richtung hier. Gibt's doch alles nicht. Es sieht alles gleich aus. Gibt's doch alles nicht. Ja, ich suche ein wenig und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wie doof muss man sein? Ich hüpp da unten irgendwo rum und hier geht's weiter. Ja, ich habe auch zwischendrin nochmal neu geladen. Blieb mir ja nicht viel. Ich höre einen Zettel. Und er ist hier. Nur wo? Der Zettel kommt eindeutig von links. Und da ist jetzt auch wieder die Frage, wo? Und wo geht's hier denn schon wieder hin? So, das heißt, wir wären jetzt hier, ja. Und kämen dann hier weiter. Das wäre sogar der richtige Weg. Behaupte ich jetzt mal. Ja, sag mal. Hä?
Oh Gott. Lebendige Leichen in Sibirien. Gab es wirklich eine streng geheime Einrichtung, in der Wissenschaftler versuchten, Tote wieder zum Leben zu erwecken? Es gibt mehrere Hinweise, die auf die Existenz einer solchen Einrichtung hindeuten. Wir befinden uns in Inia, einer kleinen Stadt in Sibirien. Hier soll sich das Institut befunden haben, an dem vor Jahrzehnten die brillantesten Köpfe des Landes versuchten, das Unmögliche möglich zu machen, tote Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Heute sind an der Stelle nur noch Gebäudereste zu sehen. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was genau sich hier befand. Es werden immer wieder Gegenstände gefunden, die an medizinische Ausrüstung erinnern. Wir wissen jedoch, dass es hier kein Krankenhaus gab. Ältere Stadtbewohner erinnern sich. Eines Tages kam das Militär. Sie sperrten ein Gebiet ab und richteten eine Baustelle ein. Es dauerte mehrere Jahre, bis der Komplex fertiggestellt war. Ein Gebäude nach dem anderen. Die Menschen waren froh, denn so hatten sie Arbeit. Doch sobald alles fertig war, zäunte das Militär das Gebiet mit Stacheldraht ein und verbot uns, auch nur in die Nähe davon zu gehen. Ich erinnere mich an Lastwagen und Soldaten, die Geräte ausluden. Hinter dem Komplex gab es noch ein großes Gelände, wo riesige Lieferfahrzeuge hielten. Man sagte, es seien Kühlfahrzeuge. Das ging über 12 Jahre so und nichts weiter geschah. 2 oder 3 Jahre davor, bevor der Komplex geschlossen wurde, passierten ein paar seltsame Dinge. Wir sahen, wie sie Menschen in die Einrichtung brachten, und das ganze Dorf hörte mitten in der Nacht Schreie, als würden sie dort Menschen umbringen. Eines Tages hörte alles plötzlich auf. Die Lastwagen fuhren weg. Das Militär blieb noch eine Weile. Dann kamen Ingenieure, die alles abrissen, und das war's. Was könnte sich in dem Komplex befunden haben? Der anerkannte Historiker Dr. Ligierf auf die Frage nach einer möglichen Erklärung. Es ist nicht untypisch für die Vorgängerregierung, an einem entlegenen Ort in Sibirien eine Einrichtung zu bauen. So etwas muss nichts mit irgendwelchen paranormalen Märchen zu tun haben, sondern kann auch einfach aufgrund von geheimen militärischen Aktivitäten erfolgen. Zwar finden sich in den historischen Quellen keine Informationen über Nia, aber irgendwelche militärischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen in der Gegend. Oder nicht aber. Doch die Hinweise widersprechen den Geschichten der Bevölkerung. Wir stießen auf Dokumente, die den Fall aufklären könnten. In einem Auszug aus der Korrespondenz zweier Personen, deren Namen von der Zensur unkenntlich gemacht wurden, ist die Rede von einer Einrichtung mitten in Sibirien. Darin heißt es, dass das Militär zum Zweck der Durchführung von weiteren Untersuchungen mit Kühlfahrzeugen gut erhaltene Leichen von Häftlingen dorthin lieferten. Der Verfasser schrieb weiter: Ich hoffe, dass ihr es geschafft habt, etwas mit ihnen zu machen, denn der Berg wird langsam ungeduldig und ein Lebender ist nicht genug. Er? Gut. Und wenn ich es mir recht überlege, müssten wir dann jetzt... Warte mal, wo bin ich? Sag ich doch, wir haben den jetzt hier gefunden. Wir gehen nach links. Egal wie... Wir werden erstmal sehr geschockt. Okay, jetzt sag... Willst du mir jetzt sagen, ich komme da nicht lang? Mist, da haben wir die falsche Abzweigung genommen. Aber was uns da erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage, gehabt euch wohl und tschüss!